Und damit willkommen zum Spiel zwischen Densen 86 gegen Tignaldo. Das zweite Spiel der beiden. Mein Name ist Rudi aka Rudio. Ja, ich bin an seiner Seite die Krawalltofu. Hallöchen euch allen. Ja, und damit begrüßen wir auch unseren Tracker DarknessLink81, der uns heute begleiten wird bei diesem Race. Das wird heute alles auf jeden Fall nochmal sehr spannend. Das letzte Race hat Densen gewonnen. Das bedeutet, wenn Densen heute nochmal gewinnen wird, dann bedeutet das, dass Densen in die nächste Runde kommt. Falls Tignaldo heute gewinnt, dann sehen wir vielleicht noch ein drittes Spiel um den Sieger, der dann weiterziehen darf. Falls Tignaldo heute verlieren sollte, dann werden wir Tignaldo noch gegen jemand anderes laufen sehen. Aber ich glaube, das steht noch nicht fest, ob es Cookie ist oder... Genau, das habe ich auch noch nicht mitbekommen, ob die beiden ja schon durch sind. Aber auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, wenn Densen heute gewinnt, ist er durch. Und gewinnt Tignaldo heute, müssen sie eigentlich morgen sogar schon oder heute noch mit 3 direkt machen. Genau. Okay, beide mit demselben Start heute. Open, gehen direkt zum Onkel, machen hier direkt den Triple. Freuen sich natürlich tierisch über die grüne Rubine. Ja, natürlich. Also mit 4 Rubinen Schloss, traumhaft. Aber ein Feuerstab, also. Das ist natürlich okay. Schön. Das wäre jetzt so ein Ding, wo ich sage, okay, direkt Schloss machen. Ja, könnte schwierig werden, wenn man natürlich jetzt nicht genügend Mana findet. Man hat jetzt ein bisschen Mana hier unter den Pötten. Es könnte reichen, aber beide entscheiden sich, nein, das Risiko gehen wir nicht ein. Ja, schön, das würde echt knapp werden. Eben drum. Ich glaube, okay, ich weiß, bei den Ratten hinten gibt es noch was, aber auf jeden Fall schon nicht mehr. Auf jeden Fall sehr interessant. Tiki hat ja jetzt doch nochmal beim Haus gestartet und geht von unten nach Kakarito. Ist eine legitime Strategie. Densen spielt klassisch oben am Sanctuary lang. Ja, Tiki hat natürlich einen Vorteil, sehen wir auch gerade, dass er da unten relativ schnell Bomben farmen kann. Und hat direkt auch 2 Stück bekommen. Genau. Denn unter diesen Büschen hat man eine... Wie viele prozentige Wahrscheinlichkeit, dass man... 50%. 50%, ja. Natürlich sehr praktisch. Also wenn wir Densen die Krabbe bieten, ein bisschen mehr. 5 Rupies immerhin. Ja, das könnte vielleicht hilfreich sein, falls jetzt Tiki gar kein Geld findet. Oh, Tiki war ich so schnell bei Waste Game gerade. Das ging jetzt auch so, super schnell. Ich habe kurz hingeguckt, aber genau in dem Moment, als er wieder zurückgegangen ist. Aber... Da nicht hingegangen, war nichts auf der Bibliothek, auch nur ein Herzteil. Okay. Das heißt, das brauchen wir erstmal nicht. Genau. So, und jetzt tick ich mit dem nächsten Check ein Herz. 1-2 Herzen am Anfang, vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Aber beide Runner sollten eigentlich relativ sicher sein, wenn es darum geht, Bosse mit wenigen Hits zu schaffen. Und ich sehe es gerade im Chat, wo ich es gelesen habe, der Somare auf Lumberjack. Der ist so völlig entgangen. Der ist mir wirklich entgangen, ja. Das ist natürlich interessant. Theoretisch brauchst du den nicht. Also es gibt eine Möglichkeit, ihn nicht zu brauchen, aber im Normalfall... ist der ja doch nötig. Ein Somaria zu haben am Anfang ist halt super, weil man kann damit natürlich den Icebreaker im Ice Palace machen, was einem doch den Dungeon sehr um ein Vielfaches vereinfacht. Genauso wie, wenn man den Bombjump nicht kann, also den Diver Down nicht kann, in Swamp Palace, dann kann man mit dem Somaria sich da sehr gut bedienen. Es gibt viele Leute, die können tatsächlich den auch nicht mit dem den Bomben. Na schön, hat er auch. Und wir sehen bei Densen haben wir schon auch sehr schön. Aber jetzt natürlich der Vorteil bei Tignaldo, Erdbomben. Genau, genau das wollte ich gerade auch betonen. Aber ach, der Bottlewender. Der Dealer des Vertrauens auf jeden Fall hier. Okay, so. Jetzt sehen wir natürlich die beiden selben Checks nochmal bei den beiden.
Das könnte jetzt interessant werden. Synchron sogar. Oh ja. Hier treffen sie sich wieder. Signal du jetzt auf jeden Fall auch genug Geld für Zora, aber den werden wir wahrscheinlich so früh erstmal noch nicht sehen. Das glaube ich auch nicht. Wir würden ja wirklich out of logic direkt gehen. Ja, aber Dan holt sich ja auch jetzt gleich im Brunnen noch Geld ab. Ja, wobei Zora an sich ist, glaube ich, ja nicht out of logic. Nur wenn wir fake flippern würden und die anderen Chicks noch mitnehmen würden. Das wäre out of logic. Nee, Zora ist auch erst mit dem Handschuh in logic. Ach, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Wie konnte ich das vergessen? Also mit Handschuh oder Flippers halt. Wie konnte ich das vergessen? Oh, ich sehe auch gerade, bei Tignaldo muss auf jeden Fall auch noch... Ja, genau. Da kommt schon von unserem Tracker das Powder natürlich. Ich dachte schon, warum geht er denn da rüber? Ja. Geht, musst du jetzt nochmal, also den kleinen Weg zurückgehen. Da hat jetzt Denson natürlich einen Vorteil, weil er kommt von oben und geht nach unten. Genau. Und nochmal zurück. Ach nee, das ist die zweite Flasche. Ich dachte gerade auch so. Aber ja. Okay. Tignaldo jetzt über Sentry. Geht er jetzt nochmal in den Wald? Ja, er checkt auch nochmal Lumberjack. Da gehe ich auch von aus. Schön die Agaletsch besuchen. Ja, so einfach Knowledge, das will man haben. Definitiv. Nee? Definitiv. Oder es könnte ja... Ich meine, wir kennen ja die Turnierseeds und im Turnier haben wir sehr häufig Ärger gesehen. Da auf möchte man Fall. Sich auf jeden Fall vergewissern. Aber überraschend, dass er doch erst die Checks im Wald macht. Während sich Denzel jetzt auch seine zweite Flasche abholt. Finde ich sehr angenehm, so früh zwei Flaschen zu haben. Ja. Vor allem hat man so natürlich auch die höhere Chancen, Potions zu bekommen, damit man vielleicht den Bottle Glitch in Pot machen kann. Genau. Aber Tiki guckt sich nicht die Ledger an. Finde ich interessant. Ja. Vielleicht möchte er das später noch kombinieren und hofft jetzt ein bisschen auf die Handschuhe, damit er dann auf den Berg gehen kann und auf dem Weg zum Berg dann den Check mitnimmt. Das ist an sich nicht verkehrt, also. Oder sagen, okay, ich gucke erst, wenn ich es wirklich holen kann. Weil wir haben kein Schwert, wir haben kein Cape, keine Lampe. Und dann denkt ihr auch, ja, ich habe genug Geld, ich kann mir nochmal Bomben mitnehmen, auf jeden Fall. Ja, lieber kein Risiko eingehen an der Stelle. Wobei es auch einen Bombenshop nochmal unten rechts neben dem Starthaus gibt. Genau, da wo man auch ins Wasser springen kann. Genau, an Lake Hylia. Oder Hylia. Das ist natürlich sehr schön, der Hookshot im Damm. Das ist auch ein Item, was du sehr früh haben willst. Oh ja. Ich meine, wir hatten das jetzt erst gestern oder vorgestern was Tech Warrior gegen Broga, wo gehabert wurde zum Sieg. Und deswegen, dass so ein Hookshot schon löst viele Probleme direkt. Wäre es auch interessant. Wir sind auch hier Mini Moldown Cave. Ein Traum damit. Ja, wird auch interessant zu sehen, wer mit dem Hookshot jetzt besser fast traveln kann. Weil, wie man sieht, kann man sich mit dem Hookshot an ziemlich viele Objekte ranhangeln. Und das auf dem Schirm zu haben, wo in der Overworld jetzt die entsprechenden Items sind. Könnte ja, so wie ich Tignaldo kenne, denke ich mir immer so, wenn der Boots und Hookshot hat, der läuft mir weg. Weil er da wirklich sehr genau weiß, wo er gegen schießen muss. Aber vielleicht hat Denton sich auch ein bisschen was abgeguckt und denkt sich, ja, dann ziehe ich jetzt hinterher. So, da hat jetzt gerade Tignaldo die Handschuhe übrigens gefunden in Mini Moldown Cave. Ja, und damit ist dein Zora in Logik. Denson wird diese auch wahrscheinlich gleich noch bekommen. Genau, der Unsinn jetzt nicht dahin zu gehen. Deswegen hat unser Tracker einfach schon mal ihm die Handschuhe in die Hand gedrückt. Ja, vorausschauend, würde ich sagen. Ja. Weil wir kennen unseren Tracker, der neigt manchmal dazu, auch bestimmte Tracks, Sachen, die man trackt, mit einer leichten Verzögerung erst
darzustellen. Also, falls ihr mal seht, dass jemand ein Item aufgehoben habt, das wird manuell getrackt. Also, bitte ein bisschen Kontenance bewahren. Es kann sein, dass unser Tracker das sofort dann nachholen wird. Genau, teilweise haben wir auch ein bisschen Delay drin, deswegen. Und dann sind auch die Handschuhe. Und jetzt macht Technalo das, was ich auch immer sehr bevorzuge. Habe ich einen Handschuh, Back of Escape und dann nach vorne gehen. Denson tut ihn gleich, lässt aber die Iceford Cave aus, wo ja zum Glück aus seiner Sicht nichts war. Und da ist die Lampe bei Technalo. Das heißt, der Berg ist jetzt in Logik. Was ihn in die Hände spielt, weil so kann er auch noch Lumberjack bzw. die Agarledge einfach mal checken. Die meinst du, er wird es machen oder wird er einfach uns nochmal an der Nase rumführen? Gute Frage. Gute Frage. Vielleicht möchte er uns auf die Folter spannen. Aber ja, der Berg ist jetzt natürlich sehr attraktiv. Wir können ihn komplett abschließen, der Light World. Haben natürlich jetzt von der alten Dichte auch einfach die höchste. Okay. Und du siehst es, er will nicht dahin. Er möchte da einfach nicht hin. Wenn er wüsste, was da liegt. Vielleicht einfach schon mental sich darauf eingestellt, nee, Aga, habe ich heute gar keinen Bock drauf. Ja, aber Tiki, so tut mir leid. Er spricht sehr dafür, dass du dahin musst. Möglicherweise. Vielleicht. Ja, ich glaube, Denton wollte dafür gerade fast nochmal checken. Aber geht es natürlich auch auf den Berg. Wollte einmal für Tiki checken gehen. Vielleicht braucht ihr ja gar nicht einen Somaria. Sofern Turtle Rock und Misery Maya ja nicht pendant sind und dort keine Items hinterlegt sind, dann wird Tiki diesen auch nicht gebrauchen. Und natürlich, der Schlüssel geht hier nicht rechts. Stimmt. Das hast du nicht vergessen, das ist immer so. Nee, gar nicht. Doch, stimmt, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Ich habe jetzt gerade an dem Schalter gedacht, wo man den Somaria rüberwirft und den dann aktiviert, den könntest du theoretisch auch mit Bomben triggern. Ja, nee, schon davor. Ja, genau. Du meintest den im Hope Room. Genau. Die beiden gehen ja noch und ab dann Ende. Ja, und natürlich kein Icebreaker möglich ohne Somaria. Ja. Aber natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel TR und Misery Maya und die Right Side von GT jetzt nicht in der Logik hat, dann ist, ich glaube, Aga machen immer noch dauert immer noch länger als kein Somaria machen. Das auf jeden Fall. Jetzt interessant mit der Moon Pearl. Tiki denkt sich nicht, nee, klärt trotzdem erstmal den Berg hier zu Ende. So, macht auf jeden Fall Sinn. Hier kommt nochmal die Frage im Chat: Was lag auf Lamba? Auf Lamba lag Somaria. So, und wir haben ja wirklich für Lumberjack außer die Lampe noch gar nichts. Und fehlt ja mindestens ein Schwert, dann theoretisch das Cape oder das zweite Schwert. Und die Boots halt noch. Ah. Schade, da hat der Bombjump nicht geklappt bei Denson. Aber nice try. Das ist aber auch mit der schwerste, finde ich. Ja, definitiv. Wird auch also als der schwerste gehandelt. So 50-50 hin. Ich meine, dieser Bombenjump ist auch frame perfect. Ja. Deswegen, oder da ist auch wirklich, perfect. Wie er jetzt sagt, safe and fit und rüber. Genau. Denson hat sich hier schon Paradox. Genau, und Denson hat sich gerade den Weg dorthin versperrt durch einen Deadrock. Ah. Er hätte jetzt einfach weiterhin nach links gehen können, aus dem Bild, die Treppe nochmal hoch und dann müsste der Deadrock eigentlich wieder resettet sein. Hat aber sich hier entschieden zu warten, weil beides wird sich wahrscheinlich nichts nehmen und gleich lange dauern. No. Dann sehen wir, ja. Signalo fällt auch runter bei Vorbereitung für einen anderen Bombjump. Hat aber währenddessen jetzt eine Mail und das Buch bekommen. Das heißt, wir haben Desert in Logik. Das könnte doch interessant werden. Wir haben Desert noch gar nicht gesehen, noch keine Desert Ledge zumindest. Genau, wir haben die ganze Dark World noch nicht gesehen, wo wir jetzt Zugang haben. Auch wahr. Aber bevor die beiden natürlich jetzt nach in die Dark World gehen, werden sie noch den Berg jetzt erstmal die Right Side mitnehmen. Genau.
Den Westen des Berges. Ja, wir sehen auch bei Technano, macht auch Sinn, erstmal Hera machen und dann Spiral Cave noch, um sich den Weg auch einfach zu sparen. Ja, wird ja mich halt auch angemerkt, natürlich Desert, wenn Desert nicht bootslocked ist. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Ja, und natürlich Tower auf Hera, das hatte ich jetzt gerade auch so gar nicht auf dem Schirm. Da war ich ja, irgendwie schon... Bookshot. Ich war da gerade irgendwie schon kurzzeitig doch irgendwie in der Dark World, geistig. Ja, das muss ja grün leuchten bei denen jetzt auf dem Tracker. Oh, und wir wissen jetzt schon mal, der Big Key liegt im Basement. Der Key hier, sehr schön Execution, hat super schnell den Hera-Pod hinbekommen. Oder wie auch genannt wird, der German-Pod. Weil der von Lord Raiden entwickelt wurde, oder besser entdeckt wurde. Auch relativ neu, ich glaube Ende letzten Jahres erst. Ja, ich glaube tatsächlich seit Sommer ungefähr. Oder so, ja. Auf jeden Fall, wenn man bedenkt, wie lange es das Spiel gibt. Bin ich gespannt, was Denzen macht. Ich habe ihn gesehen, da hat er den alten gemacht. Würde mich jetzt auch interessieren, aber ob jemand gleich Basement skippt. Genau, hier sieht man Denzen. Sieht man ein bisschen andersrum. Genau. Bei Denzen sieht man jetzt gerade auch, er macht gerade den alten. Aber auch sehr schön gemacht. Auf jeden Fall, ja. Der Nachteil bei dem alten Hera-Pod ist, man muss zwei Setups machen, sich einmal positionieren, um die Bombe zu platzieren. Ja, da orientiert man sich am Schatten und an bestimmten Punkten auf den Fliesen. Hier hat er sich zum Beispiel an der Fuge orientiert und dann das zweite Mal orientiert man sich an einem bestimmten Punkt auf einer bestimmten Fliese. Ja, das ist natürlich der Vorteil beim neuen. Genau, da kannst du ja. Erzählen. Genau, die Bombe halt eigentlich spiegelverkehrt legen, also auch mit der Fuge. Und dann wirft man sich eigentlich in die Explosion rein. Okay, Tiki geht nicht ins Basement. Habe ich das richtig gesehen? Ja, ich glaube, wir haben auch schon beide Items raus. Wir waren ja, alles raus, okay. So abgelenkt. Ja. Hatte mich kurz wahrscheinlich irritieren lassen, weil im Chat irgendwie jemand schrieb, Keller, dass wir vielleicht in den Keller gehen müssen. Und, Also sehen wir noch endlich mal verschiedene Wege. Das wollen wir doch. Spiral Cave gegen Spike Cave. Was bietet mehr? Okay. Da haben wir nichts. Das könnte jetzt super knapp bei Denzen werden. Habe ich auch gerade schon überlegt, aber... Ah? Ja, okay, doch. Doch nicht. Na, beides okay. Nicht. Schade. So, Technaldo, jetzt aber. Jetzt geht er doch zu Lumberjack Ledge, oder? Nein. Nein, natürlich nicht. Ah, wird doch erwähnt, Denzen hätte sogar noch eine Fee gehabt. Ja, dann ist ja entspannt. Ja, das wird dann kein Problem sein. Kann man sich auch in Zukunft vielleicht mal einen kleinen Patzer erlauben? Genau. So, sehen wir Village of Outcast gegen Hype Cave. Bei Hype Cave ist... Vielleicht erst Map-Check, ne? Oh ja, stimmt. Bei Hype Cave ist jetzt der Vorteil natürlich, wenn man den jetzt früh checkt, hat man natürlich 4 Checks direkt, die man überprüfen kann. 5 sogar, Rudi, 5. 5 sogar, stimmt. Du hast den netten Mann hier vorne vergessen. Tut mir leid, der ist so unscheinbar. Ja, und unser erstes Schwert endlich. Und natürlich Wahrscheinlichkeitsrechnung bei entsprechend vielen Checks, wenn man natürlich mehr Checks auf in kürzerer Zeit checken kann, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man eventuell was Nützliches finden kann. Oh, mein Blick ging gerade direkt auf Maya, aber Maya ist Crystal. Okay,
Skywoods Green Pendant, Thiefstown Pendant, Turtle Rock Pendant und Misery Maya, ja, Red Crystal. Das heißt, wir brauchen eine Sumaria. Wir brauchen eine Sumaria. Also, genau, wie wir es angedroht haben, Agassiz natürlich wieder. Also, wäre so ein Klassiker, dass in einer Pendant-Dungeon seine Boots sind. Das kann jetzt allerdings noch sehr böse für Tignaldo enden. Dass er an dieser Stelle, vor allem beim Turnierseed, jetzt nicht gecheckt hat, was auf der Agalash liegt. Ja. Weil er hat so viel offen jetzt auch. Ja, nochmal für den Check, genau, der Sumaria liegt auf der Agaledge. Und ich bin mir auch sicher, sobald Denzen alle Items dafür hat, wird er da hingehen und sich den holen. Das denke ich mir auch. Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass er es auch sofort jetzt schon tut. Damit er jetzt einen Sumaria hat, um zum Beispiel einen angenehmeren Ice Palace zu haben oder Swamp Palace mit Diver Down. Kommst du denn mit dem Birner da durch? Ach, stimmt. Ich hab daran gedacht, okay, wir haben Schwert, wir haben Lampe, go. Aber ja. Wir brauchen ja entweder Master Sword oder das Cape. Genau, und natürlich die Boots noch. Stimmt. Die Boots fehlen ja auch noch. Mensch. Ja, und der Knall hat einmal kurz im Pendant Thiefstown geguckt, aber... Einfach Tunnelblick gehabt. Bisher. Okay, interessant. Denzen jetzt unterwegs zu Desert. Geht das Risiko ein, dass er hier was findet und auf der Torch keinen Big Key findet? Oder irgendwas anderes? Aber wer einen Big Key findet, den Bogen, das fühle ich bei ihm. Die Freude, den Bogen zu haben. Er kann Eastern abschließen, er kann jetzt Pot abschließen. Das macht Spaß. Das ist natürlich sehr schön fürs Routing jetzt gerade. Ja, er kann perfekt unten rumgehen, Hype Cave mitnehmen. Vielleicht, wenn er Lust hat, noch schnell die Pyramide checken. Am besten kommt jetzt noch der Spiegel im Pot und kann dann direkt einfach raus Mirron und Eastern Palace abschließen. Ja, das wäre ein Traum. Einzige, was er jetzt natürlich nicht machen kann, er muss noch warten, bis er die Flöte aktiviert, die er vorhin gefunden hat. Ja, das hat sich gar nicht gesehen. Hatte Denzen schon die Torch gecheckt? Ich glaube noch nicht. Er hat den kleinen Schlüssel bekommen, ist direkt rüber. Okay. Genau, aber da nichts war, wird auf der Torch der Big Key sein. So, aber ich gehe davon aus, dass Denzen jetzt auch Village of Outcast geht. Da ist die höchste Itemdichte. Ja, genau. Die Frage ist, ob er dann auch Thiefstown dippen wird. Der Bogen, war er in der Front oder war er weiter hinten drin? Er war in der Front, nee, der oder? War, wie heißt das denn? Unten im Village of Outcast, wo du unten aufbombst. Ach, da im Outcast. Genau. Okay. Weil wir hatten auch ganz kurz Thiefstown gesehen und ich dachte, da hätte er ja, jetzt einen Bogen her. Nee, da war, glaube ich, wirklich gar nicht. So, die kleine Hütte heißt. Bei der Brauerei. Bombable Hut, genau. Bombable Hut, okay. Brewery. Wird's auch genannt. Okay, ich habe gerade den Tracker geguckt, wie es da heißt. Ja, dann nehmen wir das Tiki nochmal schnell ins Dorf. Flöte aktivieren, dann rüber nach Pott. Nee, die Flöte war nicht in Thiefstown, sondern beim Chess Game. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre.
Jetzt sehen wir bei Dance & Clash's Dance & Play erstmal ins Skywoods rein. Ja, auch völlig legitim, jetzt mit Schwert und Fire Rod könnte er das abschließen. Ich meine, wir haben ein Green Pendant, also das heißt, hinterm Boss würde noch ein weiteres Item liegen. Genau. Und hier, salutieren. Wir befreien die Ente. Immer wieder schön. Es dauert zwar unglaublich lang, aber die Melodie ist immer wieder schön. Oh ja. Wobei es schon sehr witzig wäre, wenn man das auch irgendwie wechseln könnte, aber leider ist es kein Teil der MSU, beziehungsweise der Zelda, ja, BMG. Genau. Das wäre wunderschön. Studenten wartet auf den Wallmaster, da kommt er. Ich hätte auf jeden Fall schon witzige Ideen dafür. Ja, das wäre so fantastisch. So die Sternmusik von Super Mario oder so. Ja. Apropos MSU, zur Info, Denton, den wir, glaube ich, auch gerade hören, der spielt die Vanilla-MSU. Und sollten wir mal auf den Knaldo wechseln, haben wir Maple Story. Genau. Weil da ja doch immer wieder die Fragen kommen, was hören wir überhaupt gerade? Na, knapp ausgewichen von Denton, lässt er sich nicht ziehen. Tignaldo checkt jetzt... Das ist auch so ein Fall, ne, mit so Maria. Übrigens, hier, Tignaldo mit der ersten Kiste in Eastern Palace und kriegt das Master Sword. Ja, also jetzt ist Argan Logik. Nur er weiß nicht, dass er Argan noch braucht. Das ist richtig. Das sind auch Klarwege, die Denton gleich auch noch geben wird. Nach der Motte, dann will ich auf Outcast clearen. Oh, er lässt den Schlüssel liegen. Hat er genug gehabt? Hatte ich jetzt nicht gesehen. Hatte er jetzt den Key unter dem Pot einfach liegen lassen? Den hat er liegen gelassen. Ja, anscheinend hat er genug. Ja, okay, zwei Schlüssel sehe ich gerade, ja. Das reicht natürlich. Ja, klassisch geht man eigentlich hin, checkt, wie Denson gerade die erste Truhe im hinteren Teil von Skull Woods. Und selbst wenn da kein Schlüssel ist, ist jetzt gerade in dem letzten Raum, in dem er vor diesem Raum hier war, ich weiß gar nicht, welchen Namen dieser Raum trägt, oben links unter dem Pot ein Small Key, mit dem man theoretisch hier die erste Tür öffnen könnte und die Mumie im vorletzten Raum, bevor genau. Wir zum Boss kommen, hat dann den zweiten Key, womit wir theoretisch dann den Boss legen könnten. Ja, aber haben wir gerade schon gesehen, natürlich, der Big Key da, den willst du da nicht haben, wenn du von den Front schon geklärt hast. Ja. Klassisch. Und Tignaldo holt sich jetzt sein Biki ab. Ärgerlich, da wurde Denson zweimal getroffen. Ja, drei Herzen, ne? Aber wie gesagt, wenn es heißt, er hat noch eine Fee. Hier nochmal die Chance zu powdern. Ja, sehr gut. Das sieht doch wieder besser aus. Auf jeden Fall sehr stark gerade den Mini-Moldom abgewehrt. Genau, und jetzt natürlich, ideal natürlich der Hammer jetzt. Noch vier Treffer. Aber er entscheidet sich doch für die Spins mit dem Pommes Pizza. Man hat natürlich eine relativ kleine Reichweite mit dem Fighter Sword. Ja, ein Mühe kleiner. Von der Seite hat man, glaube ich, die besten Chancen, an die Motte zu kommen. Genau, aber ja, doch, da trifft er nochmal. Weicht auch allem sehr gut aus, muss ich sagen. Und jetzt entscheidet er sich für den Hammer. Ja, sehr sauberer Fight auf jeden Fall. Ja. Und wird mit 5 Rupees belohnt. Das hat sich doch tierisch gelohnt. Und ein Green Pendant, hinter dem vielleicht genau. Progress steckt. Das wäre auf jeden Fall ein sehr guter Gamble von Denson. Letzte Mal, im letzten Race, hat ihn ja sein Skull Woods Dip tierisch belohnt. Er hatte den Spiegel rausgeholt, wodurch er Tignaldo ja, einen ganzen Schritt voraus war.
Das auf jeden Fall. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob jetzt auf der, also in Skywars noch was drin ist. Ich meine, wir hatten noch nicht alle Items gesehen. Also die Big Schwestern. So, Tignaldo ist mit Isan auch fertig. Nochmal schnell bei Sahasrara gucken. Drei Items sich abholen. Jede Menge Geld. Oh, die Flippers. Oh. Das Gamble hat sich also wieder ausgezahlt, weil wir brauchen die Flippers für Swamp. Auf jeden Fall. Skywoods hat schon wieder gegönnt. Ja, es ist einfach nur faszinierend. Du hast dann zwei Checks eigentlich nur, trotzdem ist da so viel Progress immer wieder drin. Ja, erstaunlich. Aber wie wir das bei unseren Runnern kennen, es ist immer eher so 50-50, ob die Leute das machen oder nicht. Ob da wirklich Progress liegt, würde ich nicht als 50-50 bezeichnen. Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Es haben wohl Leute schon getestet, wie häufig das passiert, dass in Skywards wirklich Progress liegt. Und anscheinend soll die Wahrscheinlichkeit über 50% liegen, dass wir dort echt Progress finden. Das ist absolut faszinierend. Aber wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, weil man da in der Dark World halt relativ schnell dann hinkommt. Ja. Also gerade vorne der Front, da brauchst du ja kaum Items für. Ja, definitiv. Und ja, wie jemand im Chat sagt, die Chance ist 50-50. Entweder es liegt Progress oder es liegt nicht Progress dort. Wobei schon gesagt wird, es sind 17%, aber also gefühlt sind es 80%. Sind etwas über 17%? Okay, damit aber die höchste Wahrscheinlichkeit von allen Dungeons, dass dort Progress liegt. Das ist schon krass. Ich glaube, es kommt halt auch wirklich dadurch, dass du wirklich nur so welche Items groß, so viel vor einfach. So, und ich sehe gerade, wir dürfen neue Zuschauer begrüßen von Speed Gaming Deutsch 1. Herzlich willkommen euch allen. Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Spiel gegen zwischen Densen und Tignaldo. Noch ist hier nichts entschieden. Wir sind gerade noch relativ frisch drin. Wir wissen schon, dass der Sumaria auf der Agaledge ist. Densen weiß es, Tignaldo weiß es nicht. Genauso wie Densen auch die Flippers in Skullwoods gefunden hat, wo Tignaldo auch noch nicht war. Also. Also mal gucken, die fünf Items aus Pot, da denke ich immer so, da muss ja eigentlich mal was sein, aber meistens irgendwie nicht. Ja. Und da hat es auch nochmal Holi zusammengefasst, das A Link to the Past Randomizer Lexikon, wie es Darkness Link gerade beschreibt. Ja, Dunker hat mal 10.000 Seeds generiert für empirische Statistiken, wie denn die Verteilung ist von Progress. Und da kamen die 17% bei raus an Wahrscheinlichkeit für Skywards. So, ich bin auch sehr sicher, Denton wird jetzt auch die Flöte aktivieren und dann Tignaldo in die Eastern Area folgen. Ja, noch ist liegt Tignaldo nicht zurück, da Tignaldo ja einfach gerade der Logik folgt, beziehungsweise seinen Progress. Er kann gerade alle Dungeons abschließen, er dippt halt momentan keine Dungeons. Interessant könnte es nach Pot werden, wie er sich weiter entscheidet, ob er, wobei er könnte noch Desert abschließen ohne Probleme. Nee, das war Bootslock. Da war Denton. Das war ja Bootslock, stimmt ja. Das würde sich auf jeden Fall für ihn anbieten, dahin zu flöten. Ja. Gerade weil er mit der Flöte jetzt auch deutlich schneller unterwegs ist. Ja, und der Chat macht schon nochmal schön salutieren für Denton.
Aber so langsam gehen uns doch dann die Checks aus. Wir kommen ins Swamp nicht rein. Obwohl doch Denzen kommt. Genau, doch Denzen kann den Swamp abschließen, stimmt. Genau, Denzen könnte jetzt Swamp abschließen. Ohne Spiegel nicht. Oh, stimmt, wenn wir Spiegel nicht. Eispelle liegt auch hinter dem Mitz. Also ist Eier liegt hinter dem Mitz. Oh, Tignaldo, oh. Oh, sein Blick. Der sagt alles zu den Boots. Und das dritte Schwert. Ich finde, da kann man sich zurecht freuen, ja. Da fällt Tignaldo straight die Kinnlade einfach runter. Ist wirklich so. Konnte mit Gaffertape nochmal festkleben, alles gut. Aber so gerade. Und da sehen wir schon, Green Pendant bringt nur ein Herzteil. Aber hat sich vom Routing für Denzel natürlich absolut angeboten, das so abzugeben. Jetzt die Frage, wird er jetzt endlich die Agalette checken? Weil jetzt ist die komplette Logik. Das würde mich interessieren, ob er das überhaupt noch vorhat. Oder ob er jetzt einfach wirklich drauf gambelt, dass wir einfach nichts auf Agar haben. Deswegen, weil wenn nicht jetzt, wann wirst du es dann nochmal dir angucken? Gute Frage. Es könnte noch in Kombination mit Skull Woods oder wenn er zu Graveyard Ledge geht und er zum Beispiel den Spiegel hätte. Ja, dann ist er da, sehr attraktiv, ja. Dann könnte man da nochmal raus, Meron. So, Trinkpause für Tignaldo. Ja, gibt es ja zum Glück doch einige. Ich meine, eine große Trinkpause haben wir schon übersprungen mit dem Hera Basement. Denzen ist gerade auf den Spuren von Tiki. Vielleicht Tiki gleich auf den Spuren von Denzen. Ja. Ich finde, wird im Chat auch gut gesagt, ne? Also die Flippers sind natürlich jetzt gerade wirklich der Vorteil einfach. Vor allem, da man die auch sehr über Umweg aus Skywoods holen muss. Du musst hinten rein, den Big Key holen, dann wieder zurück. Ja, vielleicht erinnert sich Tiki daran, dass er letzte Mal wegen dem Skywoods Play verloren hat und vielleicht mal Skullwoods dieses Mal eine Chance geben wird. Oder er sagt genau deswegen nicht. Aber es ist auch ganz clever eigentlich, wie Tignaldo spielt. Er verfolgt eigentlich die Logik, verfolgt erstmal alle Crystal Dungeons, die er gerade fertig machen und abschließen kann und wird wahrscheinlich erst danach in diese Dungeons gehen. Weil es könnten natürlich auch die Flippers im Pott liegen oder an sonstigen Orten, so dass er gar nicht erst nach Skullwoods hätte gehen müssen. Das auf jeden Fall. Es gibt ja diese klassische Regel, diese ABCD oder auf Englisch schon ABCD, Always Beat Crystal Dungeons. Was ja auch, selbst wenn im Crystal Dungeon nichts ist, man hat ja trotzdem mit dem abgeschossenen Crystal Dungeon einfach Progress gemacht. Genau, denn ein Speedseed definiert sich so, dass man einfach von einem Crystal Dungeon zum nächsten Crystal Dungeon geht und dort den Progress findet, ja, für den jeweils nächsten Dungeon. Und somit dann abschließen kann in knapp über einer Stunde. Ja. Was ich auch immer unglaublich faszinierend finde, wenn ich denke so, oh, eine Stunde, ja. Ist schon nicht schlecht. Würde ich auch mal gern, aber irgendwann vielleicht mal. Man muss halt, wie du auch sagst, so ein Seed mal erwischen. Ja. Und selbst dann glaubt man gar nicht daran, dass man so ein Seed mal erwischt hat. Man geht auf Nummer sicher und checkt zwischenzeitlich doch mal ein paar Checks, die auf dem Weg liegen. Genau. Jetzt haben wir es, was die Knall natürlich der Vorteil ist. Er hat jetzt die Boots. Kann der das abschließen? Wir
wie man auch im Chat ganz gut sieht, wir sehen hier auf jeden Fall heute viele Unterstützer von Densen und ich habe auch schon einige Unterstützer gesehen von Tignaldo. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall Fans von beiden Seiten. Ja, ich würde sagen, wie ich den Chat gelesen habe, die Fanlager haben sich auch schon klar positioniert. Das scheint wohl so zu sein, ja. Das ist natürlich auch immer, freut einen natürlich auch einfach, wenn man halt mit einem der Runner mitfiebern kann. Ich finde, das macht so ein Turnier auch noch spannender, wenn du wirklich Leute hast, die du kennst, wo du weißt, okay, da will ich, dass man, dass die gewinnt. Oh ja, die Mits. Das ist natürlich jetzt noch ein weiterer Vorteil für Tiki. Beide haben hier gegenseitige Vorteile. Ja, bisher ist wirklich ganz, ganz schwer zu sagen, wer vorne liegt. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, einfach die Rando-Fans, die einfach da sind für Randomizer. Genau, wie schon geschrieben wurde, Team Speed Gaming. Bin ich voll und ganz sieht auch direkt, dabei. Ich finde, Tignaldo wirkt heute auch schon besser einfach. Ja. Man sieht uns seine gute Laune gerade an. Ja. Ja, was für ein paar gute Entscheidungen, wie die einen schon beflügeln können. Na, ich hoffe, die gute Laune bleibt auch bei ihm. Ja, jetzt sehen wir, was du gesagt hast, Densen direkt Acker machen. Ja. Holt sich noch nicht mal seine Boots ab. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Densen nach Agar vielleicht Pot macht. Würde sich anbieten oder halt zu. Na, Swamp können wir ja nicht machen, weil wir keinen Spiegel haben. Ja, aber nach Agar natürlich. Man ist in der Dark World auf der Pyramide direkt. Und ich glaube, die Pyramide haben wir noch nicht gesehen. Die Boots haben wir heute übrigens gesehen im Pot. Genau, gleich mit dem Tempert hinterhergeworfen. Und da sieht man auch mal, wie schnell dieser Lambo-Fight gehen kann. Tiki auf jeden Fall starke Execution heute. Ja, stimme ich absolut zu. Er weiß natürlich, es geht jetzt heute um sehr viel für ihn. Er will nicht in die dritte Woche. Er will eigentlich diese Woche das Weiterkommen sicher machen. Tiki grundsätzlich auch ein sehr starker Runner. Bis vor kurzem noch auch in internationalen Turnieren mitgespielt. Ja, und gerade auch als Gruppenkopfgesetzer hast du natürlich nochmal einen ganz anderen Druck auf dir liegen. Genau. Aber wie wir wissen, in Randomizer ist alles möglich. Da kann auch starke Execution gegen Glück verlieren. Das ja, Wow-Ting macht ja so viel aus. Oh ja. Skippen kann auch sehr fatal sein beim Randomizer. Sollte man vielleicht nicht mit zu sehr übertreiben. So sehr. Mai aber auch wieder so schnell gescheckt jetzt, dass es gebraucht hat. Ah, natürlich der Chat, pass auf, Eva. Sehr gut. So, wo will. Ach, Tignaldo macht Dark. Ist halt Dark Mountain, ja. Ich frage mich immer noch, wann wird er Skywoods gehen? Wann checkt er die Agar Ledge? Das könnte, wie gesagt, immer noch spielentscheidend sein. Auf jeden Fall. Jetzt holt er die Spy Cave nach. Wir wissen schon, da liegt nichts. Genau, und stimmt, der hätte das Tablet noch checken können. Obwohl, nein, kann er. Muss er einen Umweg laufen, der hat ja keinen Spiegel. So, jetzt kommt Agar. Gönnt er heute viele Blue Balls? Da dachte er sich so: Nee, komm, ihr müsst eh schon zu mir wegen dem Somaria. Machen wir es kurz und schmerzlos.
Tiki jetzt auf jeden Fall im Entscheidungszwang. Er muss langsam überlegen, wo er jetzt am besten lang geht. Dass er jetzt natürlich die Handschuhe hatte, könnte auch zum Nachteil werden, weil er vielleicht dann einfach die ganze Zeit erstmal an Skullwoods vorbeirouten wird. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, aber er hat halt jetzt auch keinen Crystal-Dungeon mehr offen. Aber vielleicht finden wir hier ein Spiel. Das wäre natürlich stark. Könnte ihn aber auch wieder in die Irre führen, weil möglicherweise gibt es dann keinen Progress in Swamp mehr zu finden. Klassisch wäre ja zum Beispiel ein Ice Rod in Turtle Rock. Was natürlich beide Runner nicht sehen möchten, weil es ist ja ein Pendant. Das stimmt. Also, das auch mal so früher Ice Rod ist auch unangenehm. Ja, aber Aga denkt halt auch so, nee, komm, für die Fans. Wie viele Bubots haben wir jetzt schon gesehen? Oh ja, viele. Oder nein, die richtige Antwort ist natürlich zu viele. Es gibt nie zu wenige, es gibt nur zu viel. Gut, ich nahe, wo möchtest du gerade hinrennen? Ich glaube, er weiß selber nicht so richtig. Ich glaube, er möchte so, jetzt einfach... die Pyramide hat... ein Herzteil. Okay, er will über Turtle Rock in die Dark World. Schon mal überprüfen, was man braucht für Turtle Rock. Denn man weiß ja nie. Auch das IPA. Das heißt, das kann schon mal nicht auf dem Pad liegen. Wohl wahr. So, jetzt auch nochmal hier, Tiki, mit der Hookshot Cave. Finden wir den Spiegel oder nicht? Finden wir den Spiegel oder nicht? Ich überlege auch gerade nicht. Ich mache immer gerne so Gedankenspiele. Was kann noch auf Pet liegen? Ich glaube nur noch der Spiegel von unseren Go-Mode-Items. Absolut nichts da drin. Theoretisch schon, ja. Nur noch der Spiegel. Ich glaube, sonst haben wir alles. Oder wissen, wo es liegt. Oder wissen, dass es nicht da liegen kann. Oder nicht brauchen. Ja. Okay. Denson wird sich jetzt gleich seine Boots abholen. Und sein drittes Schwert. Ja, und dann kann er sich endlich den Somaria holen. Und könnte dann auch Desert abschließen. Ja, bekommt seine mit und kann auf jeden Fall Ice Palace machen. Was Denson definitiv nach vorne katapultiert, weil das bedeutet dann, er hat mehr Progress-Items als Tignaldo. Das auf jeden Fall. Oh, Tignaldo am Überlegen. Ja, Winter hat hier sehr gut betont, jetzt ist eine gute Chance für Agaletsch. Es könnte sein, dass jetzt Tignaldo Agaletsch checken wird. Ja, so wie er guckt. Er läuft schon in die richtige Richtung, ja. Ja. Ja, natürlich erstmal Bonkrock Cave. Aber ich sehe irgendwie jetzt schon einen Safe and Quit kommen. Nein, doch nicht, der läuft weiter. Wir haben es ja schon so oft gesagt. Jetzt ein Blick gleich wird natürlich sehr stark werden, glaube ich. Ich denke, ich hätte das seit über 40 Minuten wissen können. Und alle achten auf die Facecam von Tignaldo. Und der bewegt sich aus dem Bild. Ja. Ja, und selbstverständlich wird direkt Aga gemacht. Währenddessen Denson kämpft sich noch durch Pott. Ist auch immer näher an seinen Boots dran, auch wenn er es noch nicht weiß. Also sie sind zum Greifen nah. Ja, noch ist Tignaldo vorne mit den Crystals. Und die Zeit, die jetzt Denson braucht, um natürlich diese Crystals nachzuholen, kann Tiki jetzt
benutzen, um jetzt erstmal Aga zu machen und den Somaria abzuholen. Aber wahrscheinlich wird er danach nicht nach Skullwoods gehen und sich die Flippers abholen. Nee, sehe ich ihn auch noch nicht. Das kann man halt ohne Spiegel auch nicht zusammen einrouten. Andererseits wäre sonst kein Dungeon in Logik. Außer Thiefstone vielleicht noch. Für Tignaldo nicht, ja. Also vielleicht sehen wir ihn doch gleich in Skullwoods. Ja, und Denzen wird natürlich... Ja doch, Ice Palace kann er machen. Desert ist dann jetzt gleich offen für ihn. Genau, ich lese gerade, mein Follow bei Tiki ist auch weg. Vorhin war er noch da. Ein kleiner Reminder vielleicht an die Tiki-Freunde hier. Tiki hatte ein Riesenproblem vorher mit einem Bot und hat daher sämtliche Follower verloren, die er im Laufe des Jahres 2022 gewonnen hat. Damit die Leute auch Bescheid wissen. Ja, genau, da muss einfach nochmal neu Follow rein, also ist nicht absichtlich gewesen. Wann wird sich denn? Ich glaube, jetzt oben war das Temper drin. Genau. Ja, genau. Temper kann man mal kurz schmunzeln, das ist okay. Hier nochmal ein Shoutout für die Runner im Chat gerade, für Denzen und Tignaldo. Schaut bei den beiden auch gerne vorbei. Das hat Denzen auch endlich seine Boots. Er weiß, er kann sich endlich seine Mare holen, den er so lange schon gesehen hat. Und einen Death Warp, weil ohne Spiegel wollen wir den Weg nicht zurücklaufen. Genau. Ist natürlich von Vorteil, dass man jetzt hier zum Beispiel noch keine Red Mail hat oder zigtausend Herzen, die dafür sorgen, dass der Death Warp ewig dauert. Oder eine Fee, die man mal vergisst. Ja. Oder man schlachtet einfach alle Gegner in dem Raum ab und denkt sich so, ja geil, mit Bomben klappt das jetzt auch nicht mehr. Ja, geht schnell. Ja, Denzen hat sich den Somaria jetzt noch nicht abgeholt, weil er natürlich nur die Boots noch nicht hatte. Deswegen konnte er jetzt hier nicht shortcutten. Sonst hätte er mit Somaria natürlich den Schalter jetzt umlegen können. Aber wie auch. Dafür musste er in den Pott gehen, um die Boots zu bekommen. Richtig. Das ist schon gemein, weil auch wenn es nur ein kleiner Abschnitt ist, ist es schon angenehmer, mit dem Somaria dann zu legen. Schöner Dodge hier von Tignaldo mit dem Hookshot. Ja, der ist aber auch am Zappeln da. Ja. Ich würde mich, wenn ich Aga wäre, total unruhig machen. man merkt auf jeden Fall, Tignaldo ist schon ziemlich ungeduldig geworden. Ja. War er schon der Pyramide? Nein. Ich wollte gerade sagen, er hat sich doch die Pyramide gar nicht angeguckt. Nee, noch gar nicht. Also kann es doch sein, dass wir jetzt Catfish sehen? Ja. Ja, sieht dann aus. Ja, ja. Ja. Das ist natürlich schade, ohne Spiegel. Weil dann hätte man doch wunderschön Zora und alles so oben mitnehmen können. Mit einer Splash Legion zum Beispiel? Weil er hätte genau. Noch keine Flippers. Ne? Stimmt ja, er hat ja die Flippers nicht. Aber wegen Zora hätte er mitnehmen können. Das würde ihn wahrscheinlich nicht aufhalten, weil die Splash Legion kann er. Richtig. Währenddessen Helmasaurus ist jetzt auch bei Denzen down, das heißt, er wird jetzt auch sein Somaria abholen. Und was gibt Catfish? Der Ice Rod! Oh, das ist... Okay, beide Runner haben jetzt einen Vorteil. Denzen hat die Flippers und Tiki das andere blaue Item, den Ice Rod. Ja, aber willst du den Ice Rod haben?
Stimmt, ich habe jetzt, oh Gott. Willst du den stimmt, jetzt haben? Ja. Willst du den jetzt haben? Nein, natürlich nicht. Wir haben ja Turtle Rock ist ja ein Pendant. Deswegen. Da hatte ich wieder den Tunnelblick. Ich war direkt einfach on fire. Tut mir leid, ich wollte jetzt keinen in die Irre führen, aber da habe ich kurz kurz Spannung verspürt. Ja. Was könnte es so sein? Ja, der Spiegel könnte in Turtle Rock sein, natürlich. Aber es könnte immer noch ein Item, wie gesagt, auf dem Boss von Turtle Rock liegen oder auf dem Pad. Genau. Und da ist wirklich nur noch jetzt der Spiegel dann. Was irgendwie relevant wäre fürs Waze. Und wir kennen ja den Kommentatorfluch. Wir hatten noch vor dem Race darüber gesprochen, ob wir nicht heute das Vergnügen haben, den All Dungeons zu sehen. Das stimmt. Mit Pet. Ja, Denson. Ja, dennoch. Da freut man sich, die mitzubekommen. Mit der Faust in der Kamera denkt sich so stark, stark. Für ihn jetzt natürlich Progress, den er machen kann. Wieder weitere Checks. Ich glaube auch, beide fühlen sich relativ gut. Also hoffe ich für sie auf jeden Fall, weil an sich. Ist jetzt keiner, wo ich sagen würde, der hat bisher eine richtig blöde Entscheidung getroffen. Und jetzt, ja, Tignaldo wird jetzt auch Skywards clearen. Das. Und dann sind sie fast eigentlich gleich auf, ne? Das wird wichtig, ja. Ja, derzeit hat Tignaldo mehr Checks gemacht. Allerdings hat Denson jetzt auch die Golden Mits. Das könnte bedeuten, er geht jetzt in die Dark World auf den Mountain und wird dort auch erstmal die Checks mitnehmen, die Tignaldo schon gemacht hat. Oh ja, stimmt, die haben wir auch noch. Genau, der Big Key in Skywoods liegt hinten. Ich weiß gar nicht, wie man die Chest nennt. Bevor man zur Motte geht, die man da unten rechts direkt sieht. Ja, der erste Check, so gesagt, im hinteren Teil. Genau. Also der nicht Fire Rod locked ist. Ja, und da haben wir auch ganz klar bei Tignaldo gerade gemerkt, der Vorteil mit Somaria in dem Raum. Der müsste übrigens bei Tignaldo auch noch getrackt werden. Genau, da vorne rechts ist er. Aber ja, aus Tignaldos Sicht macht Sinn zu sagen, okay, ich mache erstmal die Motte und arbeite mich von hinten vor dann. Ja, völlig legitim. Vorteil ist natürlich, wenn du von hinten Skywards aufräumst und du kriegst dort da direkt deine Items, dann brauchst du die Front gar nicht mehr checken. Genau. Muss ich sagen, mache ich vom Routing her auch lieber. Ist von Vorteil natürlich, wenn jetzt zum Beispiel auf der Motte ein Item ist und man erstmal die gesamte Front lootet, um dann im Nachhinein zu merken, von wegen das letzte Item hatte die Motte. Genau. Und sagen wir, die Motte ist jetzt ein Crystal und man hätte sie sowieso abschließen müssen, also warum nicht erst zur Motte gehen? Ja, und dann sehen wir auch, finde ich, sehr, sehr stark den Vorteil vom Tempered. Gerade im Gegensatz zum Fajita Sword, wie einfach das geht. So. Stimmt, und mit den Golden Mits sehen wir natürlich Denson jetzt in Ice Palace. Ja, einzig richtige Entscheidung aus seiner Sicht. Oh, Tignaldo mit dem Finger an der Stirn ist am Überlegen. Ja, aber wirklich fragwürdige Entscheidung. Denson ohne Somaria in den Ice Palace gegangen. Oh, stimmt. Oder haben wir das alle übersehen? Nein. Der Chat übersieht ja eigentlich nichts. Oh, ich glaube, ja, da fällt er. Er realisiert selber, er war noch nicht auf der Agaletsch, um sich den Somaria abzuholen. Ja. Geht er jetzt wieder raus? Nein. Für ihn wahrscheinlich ein zu langer Weg. Ja, ich meine, natürlich geht's auch ohne Somaria mit dem Bombenjump. Aber gerade mit Somaria ist deutlich angenehmer. Du brauchst nicht gucken, hast du genug Keys, hast du den Big Key?
wenn du den Baumstamm irgendwie nicht hinbekommst. Das könnte jetzt Tignado in die Hände spielen. Das auf jeden Fall voll, weil er jetzt seine Flippers abholt. Ja, schöner Bombjump hier von Densen. Ja, so muss das sein. Tiki gerade im zweiten Versuch. Leichte Probleme mit den Mini-Moldoms. Und da kriegt ihr die Flippers. Ja, da Wendo-Logik, ja. Genau, kleine, Tignado. Kleine Flippers Tanzeinlage hier. Flippers plus Mitz, ja. Ja, gleich. Eispelle. Nee, plus Sumaria, ja. Genau, so geht Wendo-Matte. Okay, damit ist jetzt Tiki im Vorteil. Das auf jeden Fall, also. Interessant. Aber Denzen hat Glück von der Key-Logik her. Trotzdem noch ein spannendes Race zwischen den beiden. Also noch ist Denzen vorne. Allerdings falls hinter dem Ice Rod, hinter dem, wie gesagt, Pet unser letztes Item liegen sollte oder hinter Turtle Rock, hätte jetzt Tiki mit dem Ice Rod einen Vorteil. Ja, also aktuell würde ich sagen, okay, Tiki hat den Vorteil des Sumarias. Ansonsten? Genau, den Sumaria. Den Sumaria hat jetzt Sensen noch nicht, aber er wird sich den Safe gleich abholen. Genau. Und jetzt sieht man auch ganz gut, was für ein anderes Routing man macht, wenn man halt mit dem Sumaria reingeht. Das wäre jetzt natürlich witzig, wenn Tignado einfach vergessen hat, dass er den Sumaria hat und einfach ohne den Sumaria. Ist dasselbe Routing macht wie Denzen. So das gespiegelte Pendant, ne? Ja, so nach Motto, okay, ich habe den Spiegel gerade gefunden oder ich habe die Boots gefunden und vergesse die einfach zu benutzen. Ja. Oh, ich dachte gerade, du hast recht. Ich dachte auch gerade. Oh Gott. Oh, Kommentatorfluch. Ich sollte wirklich bei solchen Momenten das nicht verfluchen. Ist wirklich so, ne? Denk mir so, nein, ich hab das gerade doch gar nicht so ernst gemeint. Grauenhaft, dieser Kommentatorfluch. Ja. Aber noch kein Spiegel im Eis. Ich hab damit ja wirklich gerechnet. Ja. Ich möchte nicht zu viel sagen. Ich glaube, ich habe das schon verflucht, wo der Spiegel liegen könnte. Ja. Aber stimmt, habe ich ja ganz übersehen. Eva haben wir ja da. Das heißt, ab nach Maya dann gleich. Oder Turtle Rock. Oh, ja, aber. Ich glaube, man möchte vorher erst nach Turtle Rock wegen den mehreren Checks in Turtle Rock. Aber in deiner Welt ist Turtle Rock auch immer ein Crystal, ne? Ach stimmt, Maya ist ja ein Crystal. Natürlich. Ich hab's heute irgendwie mit den Crystals und den Pendants, ne? Ich kann die nicht auseinanderhalten. Also streich einfach, wir wollen nicht in Turtle Rock rein. Ja. Entschuldigung von meiner Seite aus nochmal, dass ich heute vielleicht mal den einen oder anderen Pendant mit einem Crystal durcheinander bringe. Jetzt gerade bin ich nach der Density gegangen, das heißt nach der Itemdichte und da hätte Turtle Rock einfach mehr als den Maya zu bieten. Ja, das auf jeden Fall. Natürlich macht es mehr Sinn. Die Idee mit dem Spiegel auf Pet oder Turtle Rock ist noch drin. Die ist noch drin, weil es heißt ja auch nicht, dass unbedingt ein Item in Misery Maya liegen muss. Macht aber natürlich mehr Sinn, natürlich jetzt Misery Maya vorher zu checken, weil das Item dort liegen könnte. Ja. So, der ist natürlich, ja, erst Sumaria und dann Maya rein. Dann werden gleich beide fast zeitgleich Maya sein, ne? Ja. Hier sieht man auch ganz gut, Tignado hat gut Zeit aufgeholt jetzt durch den Icebreaker.
Genau, hatte Bluhu einmal, weil mit dem Feuerstab brauchst du halt komplett einmal so eine Mana-Leiste. Ja, und der stand nochmal in Coolster rein. Ja, hier auch nochmal im Chat. Übrigens, noch ist keiner im Go-Mode. Es wird der Spiegel gesucht. Lediglich die Theorie, dass hinter Trinex der Spiegel liegen könnte, würde dafür sorgen, dass der Ice Rod benötigt wird. Aber vorerst geht Denzen hier nach Misery Mire, weil das auch noch ein Crystal ist. Und dort natürlich auf den Spiegel hofft. Genau. An sich gesehen ist Denzen jetzt ganz gleich vorne. Dafür hat Tignaldo natürlich noch die Checks auf dem Berg gemacht. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Race zwischen den beiden. Ja. Oh, sehen wir, Tignaldo bereitet schon eine Spooky-Action vor. Ich weiß nicht, ob Denzen das auch vorbereitet hat. Würde ich mal stark vom ausgehen, dass beide mit Spooky arbeiten. So, ist das ein Gottmeier oder nicht? Den möchte man in diesem Moment natürlich nicht sehen. Nee, aber da der Kompass erstmal. So, oh, sehr schöner Kill da von Tignaldo. Hier sieht man auch nochmal, wie dicht eigentlich Tignaldo jetzt Denzen auf Fersen ist. Ah, das sind vielleicht zwei Räume jetzt gerade. Aber so wollen wir es doch auch sehen, oder nicht? Ja. Ich bin auch ein Fan davon, wenn es natürlich viel spannender ist. Und ich liebe es bei Randomizer, wenn die Runner irgendwie wieder zusammenkommen, nachdem sie halt sich gesplittet haben. Da sieht man einfach auch mal, wie sich da trotzdem einfach wenig tut bei unterschiedlichem Routing. Oder tun kann. Das stimmt. Ja. Hm. Dürfen wir jetzt nicht pauschalisieren. Okay. Tignaldo hier mit dem Play und geht direkt zum Boss und hofft dort auf ein Item. Interessant. Also bei einem Item rausholen finde ich es interessant. Aber wenn du noch gar kein Item hast. Okay, da haben wir schon das erste Item. Die Frage ist nur, geht Tignaldo, wenn er jetzt den Spiegel nicht auf dem Boss findet, wieder rein oder geht er erst weiter? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn der Ascendant entscheidet für klassische einmal alles machen, das heißt ab zur Cutscene-Chest. Ja, die Cutscene-Chest dauert natürlich jetzt länger als eine andere Kiste, die gerne von Runnern bevorzugt wird. Jetzt ist wirklich so ein richtig spannender Moment. Oh, die Map nur. Nur die Map. Aber die Kiste hatte ja Denzen schon gecheckt gehabt, sehe ich gerade. Mein Blick war gerade noch bei Tignaldo. Okay, dann wissen wir, in Maya ist kein Spiegel. Zweimal 20 in Misery Maya. Tignaldo überlegt jetzt gerade, gehe ich weiter oder gehe ich jetzt nochmal rein für das eine Item? Er geht nochmal rein. Nein. Aber interessant auch Denzen. Denkt ihr auch, rechts lasse ich aus. Also er war noch gar nicht rechts. Okay. Nee. Ah, Denzen. Doch, Schwierigkeiten gehabt mit dem Spook hier. Hat ihn anscheinend nicht richtig aufgesetzt. Das ist aber auch eine Technik für sich. Also ich habe mich mit der auch noch gar nicht beschäftigt, wie das funktioniert.
Aber man kann doch einiges beachten. Ja, eigentlich relativ simpel. Man fliegt mit der Flöte, so gesagt, auf Position 6. Das ist in der Wüste, wo man dann ja den Teleporter nimmt. Sobald man gelandet ist, läuft man nach rechts unter den Stein, wo der Teleporter sich befindet, bevor die Ente verschwunden ist. Denn es ist wichtig, wo die Ente den Bildschirm verlässt. Weil die setzt den Offset, so gesagt, für den Fire Rod Splash Damage. Weil wenn der Fire Rod irgendwo aufschlägt, gibt es einen Splash Damage und der wird dann so gesagt versetzt an die Position, wo die Ente aus dem Bildschirm rausgeflogen ist, also auf der Y-Koordinate. Und okay. Dann geht man so gesagt durch Maya, darf bestimmte Items nicht benutzen, weil das würde den Offset resetten, wie zum Beispiel Lampe, Powder und ich meine Ice Rod war es auch. Ja, wurde ja schon gesagt, er hat das Powder benutzt. Ach, okay, er hat das Powder benutzt, ja. Und die Kleine macht aber auch gerade genau alle Kisten auf, wo wir wissen, da nichts drin ist. Und wichtig auch übrigens dann beim Spooky, wenn man den Somaria-Block platzieren möchte auf dem Weg zum Boss, muss man einmal vorher mit den Boots so diese kleinen Wörchen auf dem Boden machen, damit auch hier nicht das Offset zurückgesetzt wird, weil der Somaria kann den theoretisch auch zurücksetzen. Und wenn man vorher einmal kurz dasht und dann Somaria benutzt, wird das Offset nicht zurückgesetzt. Dann benutzt man an bestimmten Stellen den Fire Rod und der Splash Damage wird dann so gesagt weiter oben so gesagt getriggert als da, wo er eigentlich eingeschlagen ist. Und damit kann man Schalter dann betätigen, die eigentlich nicht so erreichbar sind. Also hört sich wieder nach hoher Mathematik an. Ja, das ist es definitiv. Wo sehen wir endlich die Zora-Schecks oben? Das wird jetzt wirklich spannend. Das ist ein Mirrorhand. Okay, auf Green Pendant ist nichts. Und habe ich die Zora Ledge nicht gesehen? Wird denn Zora vielleicht für uns was haben? Also wie es aussieht, hat Zora hat die Ledge nichts. Ah, das Cape, okay. Auch nicht. Auch hier hätte Denson zum Beispiel Catfish verbinden können mit Zora. Nein, nee, gar nicht. Er hat ja den Spiegel nicht. Mein Gott. Ich komme heute echt durcheinander. Ja, aber es ist diese Wege, die man sonst immer so schön kombinieren kann. Wenn dann so ein Spiegel fehlt. Genau. Ohne Spiegel geht das natürlich nicht. Ja, jetzt holt Denson natürlich die Schecks nach, die Tignaldo schon hat. Entschuldigung an der Stelle, ich es ist aber auch nicht einfach. Ja. Ich habe da manchmal einen Tunnelblick. Spannend wird natürlich, wird Denson ohne Ice Rod in TR reingehen. Rudy wieder mal. Ja, genau das. Was haben die Runner denn jetzt noch offen überhaupt? Wir haben die Smith Chain. Wir haben TR da noch. Ja, Thiefstone ist noch nicht beendet. Thiefstone wird noch nicht beendet. Dann war es eigentlich schon fast. Ja, wo es gerade im Chat kommt, Hera Basement ist leider tot. Genau. Da haben wir schon alle Items raus. Oh ja, stimmt. Die Bumper Ledge wurden noch nicht geschickt. Stimmt. Jetzt wollen wir wissen, wo das Cape ist. Aber Tignaldo sagt sich. Nee, ich habe alles für Turtle. Okay, Bumper ist Herz. Okay. Ah, gut. Ist uns auch wieder entgangen. Alles so schnell. Beide jetzt. Also hier kann jetzt Tignaldo aufholen, weil er die Checks schon gemacht hat. Ja, aber der Blick von Denson war ja auch herrlich, als er gesehen hat, er kann in Turtle Rock rein. Jetzt natürlich die Frage, hält sich die Laser Butch an die goldene Regel oder nicht? Ah, da hat Denson ganz kurz überlegt, glaube ich. Geht er Turtle Rock rein oder nicht?
Die Frage ist, okay, er geht nicht nach Turtle Rock. Er kann halt nicht abschließen. Ja, wenn man aber der mystischen Sage der Randomizer Glauben schenken kann, dann liegt immer etwas Blaues in Turtle Rock. Genau. Ich glaube, was checkt er denn jetzt? Haben wir die Red Bomb schon? Stimmt, die Red Bomb haben wir auch. Ja, nimmt man vielleicht vorher mit, bevor man dann den Turtle Rock Dip wagt. So kann er jetzt übrigens auch nochmal zu Catfish gehen und wird da auch nochmal den Ice Rod finden. Das ist richtig. Und sich dann vielleicht auch noch überlegen, wenn wir eine Spiegelsee finden. Ja, vielleicht braucht er auch gar nicht mehr gleich zu Catfish gehen, wenn er denn jetzt den Spiegel findet. Das könnte jetzt schon ein entscheidender Spielzug sein. Jetzt ist noch ein Moment, das ist gerade. Also ich spüre selber die Spannung ein, weil ich denke so, boah, wer jetzt den Spiegel findet, der hat gewonnen eigentlich. Ja, Daumen drücken und... Kein Spiegel! Kein Spiegel für Densen. Aber er lässt Catfish liegen. Er lässt sogar noch Catfish liegen. Denkt kurz drüber nach. Schüttelt bitte den Kopf, weil er jetzt doch gemerkt hat, ich habe Catfish liegen lassen. Ich sollte vorher doch lieber Catfish checken. Ja, wo will oder er doch nicht? War er King's Tomb schon? Also, Tick Naldo war da definitiv. Ich glaube, er war noch nicht King's Tomb. Wo es aussieht, Tomb, nicht. Tomb, nicht Tomb. Genau, wie der Tomb Raider. Ja. Aber da auch leider das falsche blaue Item. Also auch so ein Moment, wo du als One eigentlich so ein bisschen verzweifelt denkst, irgendwo muss das doch sein. Ja, hier kommt auch wieder so ein bisschen Glück jetzt ins Spiel. Aber man muss sagen, beide Runner haben sich bis dato auch sehr gut geschlagen. Ja, definitiv. Keine Schnitzer irgendwo drin. Beide haben aus ihrer Sicht ein gutes Play hingelegt, auch vom Routing her. Wo Denton doch Turtle Rock jetzt? Ja, es geht es. Währenddessen Tick Naldo unterwegs zum hinteren Teil von Turtle Rock. Ja, Mimikay. Wissen wir schon, da kann es nicht sein. Genau. Da ist das Small Key in der Big Chest. Manche Leute gehen ja das Risiko. Genau. Ja, genau. Manche Leute riskieren ja gerne, die Big Chest liegen zu lassen, weil sie dann hoffen, dass jetzt in der nächsten Kiste das Small Key ist, um die Tür hier aufzumachen, die wir jetzt gerade bei Tick Naldo sehen. Ich glaube, es heißt irgendwie in drei. Da ist er auch. Da ist der Spiegel. Und da ist der Spiegel. Damit ist Tick Naldo jetzt im Game Mode. Wollte ich gerade sagen. Also, so wie er sich gerade freut, ist er wirklich im Game Mode jetzt. Und Denson hinterher. Aber auf jeden Fall von Denson mutig ohne Eiswort da rein. Definitiv. Er hatte kurz nachgedacht, ob er noch weitere Checks macht, wie Catfish oder so. Man hat ihn zögern sehen. Genau, aber. Der wird sich auch gleich denken, ja, richtige Entscheidung. Und jetzt sehen wir gleich noch die schönste Variante von Swamp, was Swamp Go Mode ist ja so unglaublich schnell. Oh, da sehen wir auch die Anspannung bei Technale. Ja. Das wird jetzt gerade den Puls bei Ihnen in die Höhe schießen lassen. Ja, jetzt fehlt auch mit dem Check jetzt ein Pulsmesser, sogar bei Tick Naldo. Der müsste wahrscheinlich jetzt gerade so auf 120 sein. Ja, nochmal danke an unseren Tracker, denn
der Darkness Link hat nicht nur Kontrolle über den Tracker, sondern auch über das Audio. Und hat jetzt natürlich, wie es sich gehört, auf den Führer gewechselt. Ja. Heute auch sehr häufig hin und her geswitcht, weil einfach nicht klar war, wer jetzt am Führen ist und wer nicht. Ja, absolut. Sehr schön von Denson mit den Kenntnissen der Raum. Hier übrigens auch nochmal im Chat, dann ein bisschen Hype auch an unseren Tracker. Und ja, Denson hat den Big Key mitgenommen. Wichtig. Sehr wichtig. Aber man lässt natürlich jetzt erstmal gar nichts auch liegen. Nee, auf gar keinen Fall. So, von Dicky sehen wir jetzt gleich den Diver Down. Der hat ein bisschen Problem mit dem Pokey, aber jetzt hat er ihn. Und darf sich seine Karte abholen. Yay! Ich kann verstehen, dass er die noch aufmacht, weil jetzt nochmal Silvers oder das Butterschwert wäre schon ein Traum. Oder Half Magic auch noch ganz. Wäre von Vorteil, vor allem beim Climb, da muss man nicht mit der Mana sparen, kann mit dem Fire Rod um sich rumballern. Ja, das auf jeden Fall. Ja, und schauen wir zur Info, weil wir schon über Match 3 reden, auch wenn das natürlich noch gar nicht aus. Das wäre, wenn dann Casual Boots. Das heißt, wir haben von einmal ein Schwert und Boots. Und hätten einen Start im Schloss halt mit dem Escape mit Zelda. Genau. Sieht auch jedes Mal dementsprechend gleich aus. Es sei denn, welche Items man halt noch in den Kisten findet, die vielleicht einem Vorteil geben, dann Escape schnell abzuschließen. Ja, aber dafür muss Tignado das jetzt natürlich erstmal auch in saubere Tücher. Wie heißt das, saubere Tücher packen? Ja, ich glaube, so geht das, oder? Trockene Tücher. Das war's, genau. Dass ich mein Sprichwort richtig aussprechen kann, das verwundert mich ja gerade selber. Ich pushe dich jetzt zur Höchstleistung. Ja, mein Gehirn fängt langsam an zu rattern. Und Denson? Ja, da ist die Euphorie schon da. Ironischerweise. Man hat gemerkt, von wegen, da hätte er früher sein können. Ja. Ich glaube, er fühlt sich jetzt doch schon behind. Die Zahlen rauschen schon in den Chat. Unser Tracker hat natürlich schon ein Startsignal gegeben. Rudi, möchtest du erzählen, wofür? Warum die ganzen Zahlen jetzt dabei immer geschrieben werden? Ihr könnt Zahlen in den Chat schreiben. 1 bis 22, wo der Big Key in Ganon's Tower liegt. Denn wir betreten jetzt den Ganon's Tower, den Endspurt, so gesagt, des Runs. Und wir brauchen den Big Key natürlich, damit wir den Ganon Tower climben können. Der liegt irgendwo random in der Kiste. Und ihr könnt jetzt einfach mal raten, wo der Big Key liegt. Welche Zahl hast du denn genommen? Achso, ich habe meine gleich reingeschrieben. Ich nehme natürlich wie immer die 18. Außer du spielst, dann nehme ich die 1. Okay, ja, ich habe die 2 genommen. Wie immer. Ach, sind doch schon wieder so viele. Also, ich hoffe, du hast alle mitgeschrieben, damit wir nachher den Gewinner seinen verdienten Preis geben können. Und zwar Ruhm und Ehre. Die Nennung des Namens von uns. Leider haben wir gesagt, den imaginären feuchten Händedruck, ne? Genau, den imaginären feuchten Händedruck, beziehungsweise den, der imaginäre Ruhm und Ehre. Und wenn wir es schaffen, natürlich ein Shoutout, aber das sind sehr, sehr viele Leute, die teilgenommen haben. Und wir haben leider keinen Bot dafür, das heißt, das müssen wir gleich alles schön manuell machen. Ach, schön. Ich glaube, die Leute sind noch so fair, die sagen dann, wenn sie die Nummer hatten. Ich möchte den Chat ja nichts unterstellen. Nein. Aber. Ja, ich glaube, Tiki ist jetzt ungefähr so 2 bis 3, ja, vielleicht 4 Minuten vor Denson. Ja, wir sehen gleich, wenn er den Tower betritt. Das ist immer so ein ganz guter Benchmark für eine Zeit.
Der wird nochmal tief durchgeatmet. Und er betritt den Tower bei 1,2418. Und da kommt das Stopp. Genau. Die Tipps sind durch. Das heißt, jetzt kommt das Schwerste fürs Kommentieren, das Mitzählen. Nummer 1. Oh ja, Nummer 1. Und Nummer 2. Und weil wir einen Smokey bekommen haben, geht Ticknaldo auf die Right Side. Den brauchen wir jetzt direkt im nächsten Raum. Ah, ich habe kurz überlegt, macht der direkt? Nein. Und dann hoffe ich auch nochmal, kriege ich in Swarm vielleicht auch noch ein besseres Schwert? Also es wäre jetzt schon wirklich verrückt, wenn wir in Tyroom, also den Raum, den gerade Ticknaldo geskippt hat, den Big hier sehen, aber rein. Die 3! Die 3! Die 3 hat gewonnen! Wo finde ich denn jemanden, der die 3 hatte? So, scrollen wir mal hoch. Genau. Mal nach und nach durch. Da! Huchli habe ich gefunden. Ja, Huchli. Genau. Oder Huchli. Was sind das viele Zahlen? Dann viel Spaß mit Ruhm und Ehre und den imaginären Internetpunkten. Oh, und Mr. Navigator auch. Auch an dich ein GG dafür. Ja. Churgal 90 auch. Dann Snicker mit der 5 vorne dran. Und weiter hoch komme ich leider nicht mehr. Ja, ich kann noch weiter hoch. Ich guck noch. Nee, kann ich auch nicht mehr. Das heißt, 4 glückliche Gewinner heute. Falls wir jetzt jemanden ausgelassen haben, das tut uns leid. Der Chat erlaubt es, uns nicht weiter hoch zu scrollen. Ja, war leider viel zu viel. Schade, aber knapp. Mit der 2 lag ich ja doch ganz nah. Das stimmt. Also aber Denson jetzt Denson auch auf dem Weg. Denson hätte eigentlich noch eine Chance gehabt, ranzukommen, wenn jetzt zum Beispiel auf der Right Side nicht der Big hier gelegen hätte, sondern auf der Left Side dann und Denson sofort auf die Left Side gegangen wäre. Oder noch besser, Tile Room, ne, die Kiste, die man eigentlich immer zuletzt checkt. Und da dann der Big Key liegt und Denson darauf komplett gegambelt hätte. Das ist richtig. Ich muss sagen, ich glaube, man hat im ganzen Rennen Ticknaldo noch nie so fokussiert gesehen wie jetzt gerade. Ist ja wirklich Anspannung pur. Jetzt keine Magie, kann also nicht mit dem Fire Rod gerade den Zwischenboss bearbeiten. Ja, und der ist ja im Acker Tower nochmal besonders nervig, weil du unten die Medusa hast, die immer wieder schießt. Ich krieg die Krise bei diesem Gegner. Ja. Bin ich vollkommen bei dir. Wie viel Zeit frisst der Tyroom, wenn man ihn gleich macht? Schwer anzuschätzen. Ich würde jetzt sagen, circa eine Minute? Ja, hätte ich jetzt auch so geguckt. Aber wir warten auf unsere Random Wikipedia. Sie melden sich bestimmt gleich zu Wort. Ja, das hast du schon im Chat. Eine Minute ist so circa. Und Plebsen sagt, du fühlst eine halbe Stunde. Genau so nämlich. Genau. Und hier das Mana-Management von, oder Magie-Management von Ticknaldo. Ja, on point. Okay, Denson entscheidet sich für die Left Side. Ja, das wir damit auch mal unglaublich Zeit verlieren. Wird ihn jetzt ärgern. Aber es hätte auch das Play sein können, um nochmal Zeit gut zu machen. Das ist richtig. Die Frage ist, ob das gereicht hätte. Es waren halt knapp jetzt 3 Minuten, die er hinten dran war. Man muss allerdings sagen, Ticknaldo war auch mit der Right Side schon fertig. Da war Denson noch nicht im GT drin. Deswegen, also ganz schwer zu sagen.
hier, die Knallo macht kurzen Prozess mit Boldum 2. So. Letzte Kiste. Sehen wir noch Silvers? Nope. Nein. Okay. Oh, ich sehe gerade, war sogar 4 Minuten Abstand, ja. Ich weiß nicht, ob das dann sogar gereicht hätte. So, dann schauen wir uns erstmal das Setup an hier von Agar 2. Oh, die stehen ja gerade wunderschön. Oh mein Gott. Schöner Triple. Müssten alle durchgegangen sein. Ich glaube auch, das hat vom Abstand sehr gut gepasst. Wäre fast perfekt gewesen jetzt hier an der Stelle. Ach, ah. Okay, ein Hit müsste jetzt Agar 2 noch gebrauchen. Ja, und da ist der Hit und damit genau. Ist Agar 2 jetzt durch. Währenddessen Denzen immer noch auf der Suche nach dem Big Key. Genau, wichtig ist, wer jetzt von den beiden verliert, ist noch nicht raus, sondern darf nochmal im, ja, wie heißt das, sogar ein Loser-Bracket nochmal ran. Ja, genau. Gegen den Gewinner aus der Partie Cookie gegen Kowal. Und außerdem ist das jetzt auch gerade noch das zweite Spiel. Wenn Denzen jetzt verlieren sollte, dann gibt es noch ein drittes Spiel zwischen den beiden. Ein genau. Entscheidungsmatch. Und zwar in dem Modus Casual Boots. Fällt dir denn jetzt schon ein, was man den Runnern für Fragen stellen könnte? Da ich der Meinung bin, beide hatten einen sehr sauberen Run. Ich wollte gerade sagen, sehr schwer. Es ist jetzt kein. Vielleicht könnte man Tignaldo fragen, warum man nicht direkt ins Skywoods rein ist. Wo er noch weiß, dass sein Gegner das immer macht. Oder Agar. Ja. Aber er hat es ja tatsächlich noch rechtzeitig gemacht. Deswegen aber ansonsten vom Routing her. Eine richtige Riecher gehabt. Oh, hast du gelesen? Silvers im Gen Tower. Das heißt, Denzen können sie jetzt gleich noch bekommen. Aber ich glaube, die werden jetzt auch den Braten nicht mehr fett machen. Nein. Da sind sie. Und da sind sie. Aber wie ich schon gesagt habe, Tignaldo wird wahrscheinlich fertig werden, bevor Denzen sein Big Key hat. Ja. Übrigens auch hier bei Casual Boots ist es natürlich von Vorteil, wenn man perfektes Routing über Overworlds und Dungeons mit den Boots kann, weil ja, die Boots machen da den Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Also das, wenn man sich Wanda anguckt, die wird perfekt mit dem Boot umgehen, denkt man so, boah, wie kann man so über die Map rasen? Ja, zum Beispiel zu Damm, da gibt es auch bestimmte Routings, wo man weniger häufig stehen bleiben muss. Und damit ist jetzt Tignaldo durch. Ja, aber du weißt doch, der große Endboss kommt noch, die Brücke. Genau, er könnte noch runterfallen. Aber da ist er durch und GG an Tignaldo. Der Kampfschrei in die Kamera, GG an Tignaldo. Ja, da muss auch unglaublich hier Druck einfach von ihm runtergehen gerade. Damit werden wir ein drittes Spiel zwischen den beiden sehen. Es Freilich. Bleibt spannend. Es bleibt spannend, Leute. Und das Race an sich war auch unfassbar spannend. Ja. Also wirklich. Also schon, so wie es aussieht, Denzen ja hat in der Race rumgeguckt. Der Spiegel machte dann doch den Unterschied. Und Tignaldo fühlte sich natürlich sicherer, nach Deadlock zu gehen mit dem Ice Rod. Ja, das definitiv. So. Können wir denn unsere Runner jetzt gleich zum Interview begrüßen? Ja, ich sehe sie schon im Warteraum. Ja, sie dürfen auch theoretisch hochkommen. Oder müssen wir sie ziehen? Ich glaube, sonst unser Tracker macht das immer sehr schön. Ja, man möchte sie auch nicht unterbrechen. Vielleicht möchten sie auch gerade kurz nochmal ein GG. Ah, doch, da kommen sie. Ah, da sind sie schon. Hallo. Hallo. GG an euch beide. Dankeschön. Was sind spannendes Ways? Definitiv. Ja, war es spannend? Auf jeden Fall. Definitiv war es spannend. Ihr habt euch
einigermaßen für ein unterschiedliches Routing entschieden. Man hat zum Beispiel gesehen, dass Tick Naldo einfach Agaletsch gar nicht überprüft hat. So überhaupt nicht. Okay. Und ja, dich hat man relativ früh wieder mal in Skull Woods gesehen und wurdest wieder belohnt dafür. Ich weiß und ich habe gehofft, dass Tiki das nicht auch wieder nicht macht. Also beim letzten Mal war ja Skull Woods auch so der Joker. Und ich habe ja komplett durchgezogen, sogar bis Green Panel, weil ich gedacht habe, komm, Skull Woods ist mein Freund. Und deswegen hatte ich ja auch früh die Flippers. Ja. Tiki hatte sich dann aber trotzdem irgendwann entschieden, da auch reinzugehen, nachdem er mit, also ich glaube, ihr beide habt Thieves Town gedippt gehabt, ne? Die Front. Ja, ich habe die Front Lino gemacht. Genau. Da ist ja auch keiner weiter reingegangen. Ja. Und Tick Naldo ist dann weiter noch gegangen nach Pott und hat dann noch komplett Pott geklärt, wodurch er die Boots auch ein bisschen früher hatte. Und, ja, da glaube ich auch, dass das ein Problem war, weil ich wusste ja schon, auf der Agaletsch liegt der Somaria. Das wusstest du dann gar nicht, Tiki, ne? Und deswegen habe ich gesagt, ich mache erst Aga und verbinde das dann mit Pott. So war meine Idee. Aber dann dadurch hatte ich die Boots halt wahrscheinlich ziemlich spät. Im Vergleich jetzt zu dir, weil normalerweise hätte man natürlich auch sofort zu Pott gehen können. Aber ja, ich bin in ein anderes Routing reingegangen. Ich habe STT gemacht und dann bin ich weiter runter und dann habe ich gesagt, ach komm, den machst du Pott irgendwann und wenn ich die Boots habe, dann checke ich Lumberjack. Vorher mache ich das nicht. Ja. Ja, gut. Dann. Hat ja so funktioniert noch. Ja, ging dann doch noch auf. Genau, man hat ja auch gesehen, zum Beispiel, dadurch ist dann Tiki nach Desert gegangen, hat dann die Golden Mids früher gehabt, ist dann einfach nur nochmal auf den Berg gegangen in die Dark World, um den Westen zu checken. Also die Dark World, die Right Side vom Dark Mountain. Ja, Turtle Cape, genau. Ja, genau. Und das konntest du natürlich, Denson, jetzt super verbinden mit Richtung Turtle Rock. Hast dich aber dann doch dagegen entschieden. Genau. Ich glaube, einen Double Dip in Desert hatte ich auch, ne, weil ich gespekuliert habe, dass ich keine Boots brauche. Das war auch Mist. Ja, und dann auf dem Berg, ich glaube, habe ich dann Darkseid gemacht vom Berg und habe dann gesehen, ich kann tatsächlich in Turtle Rock rein. Ich hatte ja nur Aether Medallion und habe gedacht, komm, das wird nicht klappen. Und dann ist das auch noch Aether Medallion. Und ich habe gedacht, uff, kein Mirror. Also nochmal den Berg hoch und erst aufmachen. Das war ein bisschen nervig. Und ja. War vielleicht auch der Ice Rod schuld, warum du dann nicht Turtle Rock gedippt hast? Vielleicht die Angst, dass es doch vielleicht ein Tapet liegt, der Mirror? Nee, als ich das erste Mal da war, hatte ich denn da schon Titans? Ich glaube nicht. Und als ich das zweite Mal da war, war ich ja in der Dark Side, weil ich von unten habe ich gedacht, ich brauche nur noch den Mirror, mach Hookshot Cave und Bunny, Super Bunny Cave. Stimmt. Und dann kam ich nicht rein. Und deswegen habe ich mich ja geärgert, dass ich. Ja. Du hast erst Dark Side und bist dann nochmal runter. Ich weiß nicht, was du gescheckt hast. Ich glaube, Red Bob. Ja, genau. Hast du nochmal erst gemacht. Genau, ja. Ich habe mich dann nämlich geärgert und denke so, uff, ich kann tatsächlich nach Turtle Rock rein mit dem Aether. Und dann habe ich gesagt, komm, bevor ich da jetzt reingehe, guck noch Red Bomb und habe, glaube ich, noch King's Tomb gecheckt. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir jetzt Turtle Rock. Und da war ja dann auch echt der Mirror. Hätte ich sofort gemacht, wäre natürlich deutlich besser gewesen. Und die Gnade, ich glaube, für dich war natürlich Turtle Rock deutlich attraktiver mit dem Ice Rod dann. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin auch spät reingegangen. Ich wollte schon früher da rein. Nur die Angst. Den Spiegel, ne? Also das war ja mal ein Go-Mode. Und wo ist dieser Spiegel? Und gehst du jetzt da rein mit dem Pendeln? Und ich hatte noch so viele Checks offen, aber sagst du jetzt, machst du jetzt eine Red Bomb? Machst du jetzt hier Pubo? Weil ich Catfish, ich hab das eine Angst noch gehabt, wo das Cape bekommen habe, weil ich Dings auch nicht gecheckt habe. Bumbaledge. Ob da was drauf liegt oder so, das wusste ich jetzt auch nicht. Und da hab ich gesagt, komm. Ja. Da lag und da hab ich gesagt, komm, mach eine was denn? Da lag, glaube ich, nur ein Herz oder ein Herzteil. Ach so, okay, ja, ich hab's nicht gecheckt. Und da habe ich gesagt, oh, komm, jetzt machst du Turtle Rock und ja, wurde auch belohnt, Gott sei Dank. Ich habe auch ein gutes Gefühl gehabt, irgendwie auch. Ja, hat man gemerkt. Du hast durchgehend gestrahlt. Es fing, glaube ich, an mit Misery Meyer, dass dann so ein bisschen, ich glaube, ja, nicht unbedingt die Panik eingesetzt hat, aber so die Zweifel. Man hat dich gesehen, wie du einfach direkt den Boss erst gemacht hast und dann kurz überlegt hast, ob du jetzt das zweite Item auch noch rausholen sollst. Ja, weil ich bin gleich auf, weil es war ja fast ein Gottmeier. Also die zweite Kiste war ja die Big Key. Und dann habe ich mir gedacht, oh komm, bevor du jetzt hier Meier machst, weil Meier ist ja groß und nervig extrem, lauf ich jetzt zum Boss und guckst doch, vielleicht hat der was drauf. So, da war ja nichts gewesen, was extrem ist. Und dann, ja, und dann musstest du, dann habe ich gesagt, ach komm, gehst du nochmal rein. Besser ist, wenn du das abcheckst, wenn du jetzt da drauf gambeln tust auf ein Item, da kann ja mein Go-Mode-Item ja liegen und spiegeln. Und da habe ich gesagt, komm, machst du das nochmal, aber naja. Ist nochmal alles gut gegangen.
sag ich mal. Ja, Meier war bei mir auch ein bisschen seltsam, weil erst, ich hab natürlich auch den Big Key sofort bekommen, hab gedacht, boah, nee, ich brauche den Mirror, wenn er jetzt hier liegt. Ich will jetzt nichts skippen. Hab dann die ganze linke Seite gemacht und hab, glaube ich, ein Item rausbekommen, nur Rupees oder so. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt noch die rechte Seite. Nee, ich gehe jetzt zum Boss. So. Ja. Ja. Ja, das war halt auch so ein bisschen Gamble, weil ich wollte jetzt nicht die ganze Meier machen, das dauert einfach zu lange. Das dauert lange, ja. Da hatte ich auch kurz überlegt, so von wegen, hat jetzt Dennison wirklich die rechte Seite geskippt mit der Big Chest? Das hat kurz für Verwirrung gesorgt, aber ja, konnte man nachvollziehen. Konnte man nachvollziehen. Ja, ansonsten... Ja, was natürlich noch interessant war, Dennison, Eispalace ohne Somaria. Ja, mein Gott, ich habe mich vertan, weil ich hatte in meinem Kopf schon, ich wusste ja, dass der Somaria auf der Ledge liegt und ich wusste, sobald ich die Boots habe, habe ich auch einen Somaria, so war das in meinem Kopf. Und dann habe ich gedacht, und dann stehe ich da und denke so, ups, ich habe das Item ja nicht und dann mit der Bombe und so, das war, ja. Aber das war auch sehr sauber gespielt. Ja, das schon, aber es war trotzdem ein Fail. Ja, der Blick war herrlich. Ja. Der Klassiker auf jeden Fall, wenn man irgendwie schon mal einen Schritt wieder weitergedacht hat. Ja, genau. Aga fertig gemacht, aber Aga Ledge besuchen, nevermind, braucht man nicht. Ja, und tatsächlich warst du da auch noch leicht im Vorsprung. Aber genau. Tick Naldo war dann, glaube ich, irgendwie so 2-3 Minuten hinter dir, hat aber den Somaria gehabt und damit natürlich auch wieder ein bisschen Zeit rausgeholt. Ja, so ist das. Ja, ist man sehr. Aber schön, es klingt ja, als wäre es noch knapp gewesen. Ja, ich guck mir das auf jeden Fall gleich auf. Mhm. Ja, war auf jeden Fall doch ein sehr, sehr spannendes Rennen, muss ich sagen. Aber war jetzt ja doch noch ein guter Fortsprung. Also ich hatte gerade jetzt den Big Key bekommen. Das war mein Stand. Also von daher war schon ein guter Vorsprung. Ja, genau. Da war auch der Vorteil. Tignado ist natürlich direkt rechts durch mit dem kleinen Schlüssel. Habe ich auch überlegt, aber ich mag das einfach nicht. Ich mag das einfach nicht. Ja. Ja, da haben wir schon die unterschiedlichsten Strategien gesehen. Es gibt ja auch noch zum Beispiel den Black Magician, dass man jetzt zum Beispiel irgendwie erstmal die Left Side macht bis in den, wie heißt der Raum? Compass Room? Den ersten vier Kisten? Keine Ahnung. Ich vergesse immer den Namen. Auf jeden Fall die ersten vier Kisten links auf der Seite, dann raus mirroren und dann die Right Side machen und dann nochmal links lang gehen. Ja. Weil man so am schnellsten an Rooms kommt, wo vier Kisten drin sind. Er hätte auch sein können, dass das auf dem Tile Room liegt. Da hatte ich auch gerade gesagt, vielleicht sehen wir gleich den Crazy Gamble von Denson und der macht Tile Room. Nee. Weil man hat an deinem Gesichtsausdruck vielleicht gesehen, dass du dich doch vielleicht ein bisschen behind fühlst. Eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Ja, okay, Ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, ich bin hinten. Ich habe auch irgendwie, bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass er die Flippers spät hat. Weil ich gesagt habe, beim letzten Mal hat er auch Skullwoods so lange weggelassen und habe dann mich auch gefreut, als Skullwoods mir die Flippers so spät gegeben hat, tatsächlich. Also so weit im Dungeon hinten. Das war ja nicht in der Front, sondern glaube ich sogar hinten. Ich waren die Flippers, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, du hast hinten den Big Key bekommen und dann in der Big Chest. Genau, okay, so war es. Genau. Du musst die Modde machen. Hab ich einfach gedacht, nee, das hat er nicht geholt. So viel. Ja, aber er hatte ja auch keiner irgendwie einen Grund gehabt, um sich behind zu fühlen. Die Plays, die er gemacht hat, ging eigentlich grundsätzlich auf. Ja. Ich habe mir auch gut gefühlt die ganze Zeit auch, ne? So ein bisschen bis zu einem Punkt, wo ich dann, ach Flipper, ach ja, schön, gut, jetzt kannst du Ice Palace machen. Ich wollte schon vorher Ice Palace reingehen, aber siehst du, gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil das weiß Eva drauf. Gut, ich hätte auch den Spiegel vielleicht früher haben können, aber hätte ich den Spiegel jetzt dann gehabt, dann hätte ich vielleicht Bürzen wieder gemacht und Gott sei Dank ich lieber das in den Logic noch drin geblieben bin. Ja, dann gab es noch einen Unterschied ganz zum Anfang. Da seid ihr beide erstmal zu Onkel gegangen. Wurdet ja auch, glaube ich, belohnt mit dem Fire Rod im Haus. Und danach bist du, Denson, halt den klassischen Weg gegangen über Sanctuary, ne, Wald, Lumberjack gecheckt und in die Stadt. Hattest allerdings dann erstmal keine Bomben für Blinds hat. Und Tick Naldo ist unten lang gegangen. hat sich da Bomben dann gesaved, weil in den Büschen dort vor, ne, da gibt es ja diese 50-50 Chance, Bomben zu bekommen in den Büschen, ist hochgegangen. Hatte allerdings dann den Hammer und Powder oben bekommen und musste dann trotzdem nochmal runtergehen, um zu powdern. Also hat sich da nicht viel genommen. So, ihr seid beide so ein bisschen hin und her gelaufen da. Ja, musste man wohl. Aber das Powder ist dann auch direkt mitgenommen, ne? Ja. Also den checkt. Ja, den habe ich auch gleich mitgenommen. Ja, kombinieren kannst du es ja gleich und dann bist du Kakriko auch durch. Naja. So ziemlich. Ja, ansonsten war da, glaube ich, gar nicht so viel Unterschied. Also schon, aber das hat sich so zerlaufen. Also. Ob man es jetzt macht oder danach macht. Die Reihenfolge war da egal.
Ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, das VOD nochmal. Also das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Wenn ja, das schon mache ich auch. Das macht ja Spaß. Ja. Definitiv. Ja, das war es von meiner Seite aus. Ich habe keine weiteren Fragen. Hast du noch Fragen, Kavaltofu? Nee, ich glaube, wir haben alles besprochen. Wie gesagt, hast du ja auch schon gesagt. Auch keine großen Schnitzer drin, irgendwas, wo wir nochmal fragen müssen. Deswegen, wenn ihr noch was habt, gerne. Ich würde nochmal Danke sagen, auch vor allem auch an den Chat. Denn habe ich nämlich, als ich durch war, habe ich mir den Mainstream natürlich angeguckt. Da ging ja die Post ab. Das fand ich richtig cool. Also ist natürlich zum Zugucken dann auch nochmal nett, wenn so viel los ist im Chat. Das finde ich richtig schön. Ja. Stimmung war gut hier. Definitiv. Ja, ich danke auch nochmal. Entschuldigung für die schlechte Qualität jetzt gerade. Ich bin am Handy gerade dran, weil mein PC so ein bisschen abgestürzt ist. Ich weiß nicht, ob ich noch Stream läuft oder nicht. Weiß ich jetzt echt nicht. Bin ich Handy auch reingejoint. Danke nochmal fürs Tracken. Dankeschön auch nochmal fürs Commentary. Ich freue mich auf Spiel 3, Densen. Und, ich mich auch. Ist das so abgemacht? Morgen Abend wieder 21 Uhr? Ja, morgen. Uhr? Genau. Morgen. Super. Hatten wir cool. 21 Uhr gesagt? Das weiß ich jetzt noch nicht. Ein bisschen früher wäre mir lieb. Aber ja, gut. Wenn du früher möchtest, können wir auch früher. Also es ist ja morgen Sonntag. Kein Problem. Ja. Okay, kriegen wir hin. Super. Und vielen lieben Dank nochmal. Dankeschön. Ja, danke von meiner Seite auch aus. Ja, vielen Dank für dieses wunderbare Race. War echt spannend bis zum Ende. Ja, und vielen Dank auch an unseren wundervollen Tracker Darkness Link, der heute so oft die Musik hin und her geswitcht hat, weil er einfach nicht wusste, wer führt. Und wirklich klar hat sich das auch nicht rauskristallisiert. Vielen Dank natürlich an jeden, der zugeschaut hat hier. War mir eine Ehre. Und natürlich auch vielen Dank an meine an meine Begleitung hier, die Krawalltofu, fürs wunderbare Kommentieren und vor allem mich korrigieren, wenn ich mich mal wieder verzettelt habe, was Pendant und was Crystal ist, weil das habe ich heute ein paar Mal geschafft. Ne? Und, du kannst froh sein, Turtle Rock war required. Ja, also. Habe ich dann doch vielleicht gejinxt. Da war vielleicht der Kommentatorfluch ganz groß. Ich habe ja noch gesagt, von wegen, das liegt auf dem Pad, aber... Hey. Ja, ich kenne doch die Turnier-Seeds, das ist doch immer dasselbe, also. Ja. Deswegen. Ja, dann ich kann mich auch anschließen. Ja. Danke an die Bayrunner für die super spannende Ways. An Darkness Link fürs Tracken, an den Chat, wo heute mega viel los war. Und natürlich auch an dich, Woody, ne? Wie immer eine Freude mit dir. Ja, danke. Hat mich auch gefreut. Und ich habe mal ganz schnell recherchiert, wer noch Lust hat auf ein bisschen Action. Auf Speed Gaming Deutsch 1, wo wir bestimmt gleich rüber raiden, läuft mal Xanthalos gegen Death King 2. Genau, und das wird auch heute das letzte Spiel sein, das gerestreamt wird. Genau, und generell das letzte für heute. Ach, stimmt. Mit dem lieben Koval und Satono als Kommentatoren. Genau, und morgen sind wie schon im Chat gesagt wird, ne? Wir schicken euch gleich rüber. Genau, alles klar. Gut, ne? Wisst ihr Bescheid? Dann vielen Dank nochmal, wie gesagt, an unsere Runner. Und ganz wichtig, vergessen wir immer wieder gerne. Vielen Dank auch an die Regie natürlich für die tolle Arbeit und für das tolle Turnier, das ihr auf die Beine gestellt habt. Riesenlob dafür, weil es läuft gerade wirklich hier einbahnfrei und das ist verdammt viel Arbeit. Muss man einfach auch nochmal respektieren. Und wir sehen uns definitiv dann in einem der nächsten Races und viel Spaß euch heute noch mit dem letzten Race und tschüss. 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 Tschüss.